Schon 2017 hatte die AfD hier beim Verfassungsgerichtshof Beschwerde gegen die Wahl ab 16 eingereicht. Heute haben die Richter aber nur über den Eilantrag der AfD entschieden. Sie halten den Antrag nicht für unbegründet, wollen sich aber erst im Hauptverfahren inhaltlich damit auseinandersetzen. Der Verfassungsgerichtshof hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt. Das bedeutet für die jetzt anstehenden Wahlen, dass die 16- und 17-jährigen Wahlberechtigten mitwählen dürfen. Für künftige Wahlen steht das aber noch nicht fest. Das hängt dann davon ab, ob das Änderungsgesetz verfassungsgemäß ist oder eben nicht. Darüber wollen die Richter vor Ende Juni entscheiden. Die AfD sagt, Jugendliche seien leichter zu manipulieren und kommunalpolitisch eher desinteressiert. Es sei besser für die Demokratie, sie von der Wahl auszuschließen. Wir wissen natürlich, dass so eine Eilentscheidung wesentlich höhere juristische Hürden zu überwinden hat, damit sie zum Erfolg führt. Und der Verfassungsgerichtshof, der hat ja hier auch sehr, sehr klare Aussagen gemacht, dass er eben noch prüfen muss, noch nicht abschließend bewerten kann, inwiefern beispielsweise die Einsichtsfähigkeit, die politische Einsichtsfähigkeit von Jugendlichen der Anlass ist, dass man hier über das Minderjährigenwahlrecht verfassungsrechtlich seinen Stab bricht. Die AfD sieht gute Erfolgsaussichten, dass der Verfassungsgerichtshof im Hauptsacheverfahren im Juni zu ihren Gunsten entscheidet. Wäre das der Fall, wären die Kommunalwahlen anfechtbar, müssten gegebenenfalls wiederholt werden. Die Regierung will soweit nicht spekulieren. Heute ist jetzt ein Tag, wo das Verfassungsgericht entschieden hat, dass der Eilantrag der AfD zurückzuweisen ist. Das ist erstmal eine gute Entscheidung in meinen Augen. Jetzt findet diese Wahl statt und dann warten wir in aller Gelassenheit die Hauptsache ab. Ich gehe immer noch, wie gesagt, davon aus, dass das Verfassungsgericht auch in der Hauptsache die Verfassungsgemäßheit dieses Gesetzes der Landesregierung so bestätigen wird. Erst einmal dürfen am 15. April also rund 34.000 Thüringer Jugendliche wählen gehen.